Hey Leute, leider müssen wir über einen unangenehmen Zwischenfall sprechen, der sich gestern bei den YouTube Headquarters zugetragen hat. Es gab dort nämlich eine Schießerei, die von der 39-jährigen Nasim Akdam ausging. Diese hatte am Dienstag um die Mittagszeit herum den Silicon Valley Campus betreten und begann die Schießerei noch bevor sie in das Gebäude eingetreten ist. Ein Mann und zwei Frauen wurden bei dem Attentat verletzt, bevor die Frau Selbstmord verübte. Das ist die Geschichte, wie sie gestern veröffentlicht wurde. Heute allerdings gab es neue Informationen von dem Vater der Attentäterin selbst. Und das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf diesen Vorfall. Ich meine, es gibt aus der Sicht eines Attentäters viele Beweggründe, um so eine Tat zu vollbringen, aber ihre Intention war es, YouTube dafür leiden zu lassen, dass sie ihre Videos demonetarisiert hatten. Wie ihr sicher wisst, hat YouTube die Monetarisierung für Kanäle unter 1000 Abonnenten gesperrt und anscheinend war auch Nasim Akdam davon betroffen. Sie besitzt nämlich einen YouTube-Kanal mit dem Namen Nasim Zaps bzw. Nasim Wonder One und eine dazugehörige Webseite, die aber mittlerweile schon offline geschaltet wurde. Komischerweise hat ihr Kanal jedoch 5000 Abonnenten, wie ihr es auf diesem Foto sehen könnt. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass sie die erforderlichen Aufrufe auf ihrem Kanal nicht bekommen hat und auch deswegen für die Monetarisierung gesperrt wurde. Denn mit der Sperrung der Monetarisierung verliert man nicht nur die Einnahmen, sondern wird auch weniger bei anderen Videos vorgeschlagen, was sie wohl als Zensur verstand. Ihrer Meinung nach wurde ihr Channel explizit von YouTube zensiert, da sie viel weniger Klicks als früher bekam und manche Videos sogar eine Altersbeschränkung bekommen hatten. Sie machte YouTube direkt dafür verantwortlich. Auf ihrem Kanal machte sie Videos über Veganismus, Tierrechte sowie Fitness. Ich glaube daher auch, dass es ein ideologisches Motiv von ihrer Seite aus gab. Eine Frau, die sich für Tierrechte einsetzt, aber dann Menschen erschießt, die angeblich ihre Inhalte einschränken, passt auf den ersten Moment nicht gut zusammen. Auch auf ihrer Webseite veröffentlichte sie Inhalte über die persische Kultur, Veganismus und Anfeindungen gegenüber YouTube. Denn YouTube sei schuld daran, dass es keine freie Meinungsäußerung mehr gäbe und die Wahrheit unterdrückt bliebe. Und jetzt verstehe ich auch so langsam, wie das alles zusammenkommt. Die gutherzige Nasim Akdam, die sich für die Rechte der Tiere einsetzt und für ihre persische Kultur, wird von dem profitorientierten Unternehmen YouTube nicht als das verstanden, was sie eigentlich ist. Das ist das Problem, wenn man aus Mangel heraus eine Überzeugung vertritt und versucht, Aufmerksamkeit und Verständnis zu bekommen, obwohl man passiv-aggressiv seine Meinung anderen aufzwängt. Dabei finde ich ihre Motive eigentlich sehr gut. Sie setzt sich für die Gleichberechtigung ein und macht auf die Missstände aufmerksam, die von allen sonst übergangen werden. Allerdings zeigt sie mit dem Finger auf alles, was nicht ihrer Meinung entspricht und betreibt eher Hetze als Aufklärung. Sie kann nicht viel Verständnis verlangen, wenn sie Hitler-Zitate benutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Vater meldete sich übrigens bereits am Montag bei der Polizei und meldete, dass sich seine Tochter nicht mehr melden würde und vielleicht auf dem Weg zu den YouTube Headquarters ist, weil sie dieses Unternehmen hassen würde. Nun, jetzt ist der Vorfall passiert und die Videos von ihr werden gerade hundertfach neu hochgeladen von anderen YouTube-Nutzern. Dabei sind Videos von ihr aufgetaucht, wie sie tanzt, Parodien macht und vor allem gegen das Patriarchat hetzt. Gegen die Eliten, die profitorientierten Unternehmen und die ausbeutende Gesellschaft, also gegen alle außer sie selbst, habe ich das Gefühl. Bei mir entsteht auch der Eindruck, dass sie leicht psychopathische Züge hat, wenn man sich ihren Gesichtsausdruck und ihre Emotionen anschaut. Natürlich kann ich keinen Menschen von hier aus diagnostizieren, aber ich glaube, sie benutzte ihre politische Ausrichtung nur, um etwas zu verdecken, was dahinter liegt. Sie handelt nicht aus Überzeugung oder Gutwillen heraus, sondern um etwas zu bekommen, das ihr offensichtlich fehlt. Leider ist das oftmals ein Beweggrund, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer Meinung verdeckt die Missstände, die man selbst im Leben hat, und man hat endlich die Möglichkeit, seine Probleme auf andere Menschen zu projizieren. Ich habe keine Ahnung, was in dem Leben von Nasim Akdam vorgefallen ist, aber dieses Attentat geschah sicher nicht, weil YouTube ihr die Einnahmen gestrichen hat oder weil die Tierrechte 2018 immer noch nicht da sind, wo sie sein sollen. Ich denke, auf einer tieferen Ebene gibt es da unaufgelöste Traumata, die genau durch das Verhalten seitens YouTube mehr und mehr getriggert wurden. Vielleicht bekommen wir in den kommenden Tagen noch mehr Informationen zu ihrer Person und zu ihrem Hintergrund. Bereits jetzt gibt es wieder viele Theorien und Auffälligkeiten, die nicht ganz zu der offiziellen Geschichte passen können. Viele behaupten, sie sei ein Mann, dass es komische Querverbindungen mit Waffen und ihrem Vater gäbe, aber dazu vielleicht in einem späteren Video mehr. Was meint ihr zu dem Zwischenfall? Wer ist eurer Meinung nach schuld an dem Attentat und wie ist es wirklich dazu gekommen?
Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig. I'm being discriminated and filtered on YouTube and I'm not the only one. So recently they also attacked my Persian channel, Nasim Sabz. And if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views and my old videos that used to get many views stop getting views.